Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema lautet Schwindel. Und zu diesem Thema haben wir als Experten Herrn Professor Vetter. Herr Professor Vetter ist Neurologe und Chefarzt an der Klinik für Neurologie in Karlsbad-Langensteinbach. Herr Professor Vetter, was für Ursachen gibt es da eigentlich? Es gibt viele Ursachen. Wir werden jetzt mal über die paar wichtigsten Krankheitsbilder sprechen, die dann doch den Großteil der Schwindelerscheinungen ausmachen. Die häufigste Ursache ist Gott sei Dank auch gleich eine der harmloseren, die man aber auch sehr gut behandeln kann. Das ist der berühmt-berüchtigte Ohrsteinchenschwindel oder gutartiger Lagerungsschwindel, von dem man sicher schon gehört hat. Kriegt jeder 10. Mensch mal im Leben? Ja, also es ist etwas ganz, ganz Häufiges. Hat damit zu tun, dass der liebe Gott einfach unsere kleinen Ohrkristalle, die die Schwerkraft messen, offensichtlich nicht richtig gut verankert hat im Innenohr. Und die können rausfallen und können Schwindel verursachen. Typisch ist, man wacht morgens auf, dreht sich rum im Bett oder richtet sich auf und plötzlich kriegt man einen wirklich heftigsten Drehschwindel. Das Zimmer saust um einen herum. Das Ganze klingt in 20, 30 Sekunden ab. Wenn man sich dann wieder hinlegt, geht es gerade wieder von vorne los. Und ab dann hat man bei jeder Bewegung, insbesondere vor und zurück oder beim Umdrehen im Bett, immer wieder kurze, heftige Schwindelattacken, weil diese kleinen Ohrkristalle dann in einen empfindlichen Teil des Gleichgewichts ganz reinrutschen und durch jede Bewegung relativ zur Schwerkraft Schwindel auslösen können. Wenn man diese Geschichte hört, innerhalb von 2 Minuten weiß man, das ist diese Erkrankung, dann kann man das sehr schön auch demonstrieren, indem man den Patienten in die Position lagert, wo er seinen Schwindel kriegt, genau guckt, was die Augen dabei machen. Und der Kennerblick kann dann sehr genau erkennen, wo diese Kristalle liegen. Und dann gibt es ganz spezifische Übungen für die verschiedenen Varianten dieses Lagerungsschwindels. Das heißt, ein großer Wurf von der einen zur anderen Seite und dann ist der Schwindel auch schon wieder vorbei. Also man kann da richtig Gutes tun. Also auch schnell heilen. Sofort heilen, das ist, was dann das Renommee des Schwindelexperten ausmacht. Wenn er das wunderbar. Das ist die häufigste Ursache. So 20-25% aller Schwindelerkrankungen ist genau dieser gutartige Lagerungsschwindel. Immer harmlos, nie gefährlich, aber kleine Ursache, große Wirkung, muss man sagen. Also viele Patienten, und jetzt komme ich gleich zu der zweithäufigsten Ursache, die sowas mal erlebt haben, so ein völlig losgelöst sein aus dieser eigentlich stabilen Umwelt, die wir normalerweise wahrnehmen, kann dazu führen, dass man, auch wenn dieser organische Kern vielleicht irgendwann verschwindet, dem Frieden nicht mehr traut, sein Gleichgewicht nicht mehr traut, anfängt ständig auf jede Bewegung, die man so selber macht, zu achten, auf jeden Schritt zu achten. Und dann holt man das, was wir normalerweise nicht merken. Wir bewegen uns und merken nichts davon. Wir können den Kopf wahnsinnig beschleunigen, das tut macht nichts. Ja. Wenn ich im Karussell sitze, habe ich einen Riesenschwindel dabei. Spürt man normalerweise nicht. Aber in dem Moment, wo man die Aufmerksamkeit drauf lenkt, das ins Bewusstsein holt, dann fängt man an, bei jedem Schritt ein Schwanken wahrzunehmen. Nicht, weil man sich's einbildet, sondern weil man schwankt mit jedem Schritt. Aber dann wird es plötzlich zur bewussten Wahrnehmung und dann geht der Teufelskreis los. Mhm. Dann fange ich an, auf jede Bewegung zu achten. Dann komme ich in größere Gesellschaften hinein. Samstagmorgen im Kaufhaus, kann meinen Blick nicht mehr stabilisieren. Krieg Angst, krieg Panik und muss die Situation verlassen. Das nennt man dann phobischen Schwankschwindel oder somatoformen Schwindel. Also Angst vorm Schwindel, Schwindel macht den Schwindel dann wieder selber. Ja. Und das ist die zweithäufigste Ursache, insbesondere so im phobische Angstschwindel. Der Angstschwindel. Der gar keine organische Ursache mehr, der kann dadurch ausgelöst sein, aber der verselbstständigt sich dann und kann dann zu solchen ständigen inneren Unsicherheitsgefühlen fühlen. Und die Patienten sind ganz furchtbar enttäuscht, weil sie sagen, ich bin unsicher und keiner glaubt es mir, weil es sieht ja niemand. Ja? Und wie kann man diesen Patienten helfen? Also man muss natürlich sie auch untersuchen, muss schauen, sind die Gleichgewichtsfunktionen in Ordnung. Da gibt es spezifische, auch klinische Tests, ganz einfach, kann man am Krankenbett eigentlich machen. Und das Typische bei diesen Patienten ist, dass die umso schwieriger die Standsituation ist, umso sicherer werden die Patienten. Und ganz typisch, beim Radfahren haben sie kein Problem, beim Schwimmen haben sie kein Problem, beim Autofahren haben sie kein Problem. Aber wenn sie nur ruhig auf der Stelle stehen müssen, dann kommt wieder dieses Unsicherheitsgefühl. Und typisch auch so soziale Auslöser, also Menschenansammlungen, Reden halten müssen. Das heißt aber, man kann diesen Patienten mit einem Gespräch gut helfen. Man kann genau, also die Patienten müssen wissen, ja, das gibt es, das bilde ich mir nicht ein. Ich bin jetzt nicht verrückt geworden, sondern das hat eine klare Erklärung. Man kann das gut erklären und die Therapie ist letztendlich ganz einfach. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Also wieder sich zu den Aber das sind ja gut heilbare Schwindelformen. Richtig. Was sind denn dann schon die dritten Sorten? Sie haben gesagt, 1 und 2. Ja, das ist dann der akut einsetzende Schwindel, der nicht einfach nach 20 Sekunden wieder weg ist, sondern vielleicht Stunden, Tage lang anhält. Dann wird es insofern gefährlich, weil sowas auch mal ein Schlaganfall sein kann. Also wenn man das erlebt, wenn plötzlich was losgeht, insbesondere wenn zusätzliche neurologische Symptome dazukommen, die Sprache verändert sich, man kann nicht mehr zielgerichtet greifen, man kann sich nicht mehr auf den Beinen halten, dann
ist gerade bei älteren Patienten mit Risikofaktoren auch die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Schlaganfall im hinteren Kreislauf zugrunde liegt. Und dann muss man sofort in eine Klinik, und dann muss das gemacht werden. Dann kann man vielleicht sogar auch noch helfen. Herr Professor Vetter, vielen Dank. Das war hervorragend. Sie haben uns sehr gut geholfen in der Differentialdiagnose des Schwindels. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.